So, liebe Leute, ja, es geht los. TSG 1899 Hoffenheim gegen, ja, den geliebten Werder Bremen. Nicht von mir geliebt, ich bin ja kein Werder Bremen-Fan. Ich bin ja eigentlich Bayern-Fan, aber zu dieser Zeit, wir öffnen unsere Saison. Ich bin gespannt, ich bin wirklich, wirklich spitz auf das Spiel. 3D-Spiel habe ich angemacht, wir werden sehen, wie es läuft. Ob es gut läuft oder ob es laggt, das werden wir alles erstmal austesten. Was man nicht probiert hat, kann man nicht wissen. So ist es doch, oder? Probieren geht über Studieren und so ist es wirklich. Also, dann lad mal durch hier, Freund. Sehr schön. Alles klar, unsere Aufstellung kennen wir ja. Unsere vierer Abwehrkette mit Kompe, Forza, Simonic, Beck. In der Mitte Luis Gustavo als Spielmacher mit Salihovic. Ja, wie sieht es aus in Bremen? Wiese im Tor, Frings als Innenverteidiger. Wesley Hahn, Borowski, Marin Pizarro und Arnautovic. Den finde ich aber auch eigentlich nicht schlecht. Finde ich auch nicht schlecht. Okay, ja, dann lass mal loslegen hier, meine Lieben. So, okay, ja. Wir zumindest mal im Ballbesitz, das ist schon mal ganz fein. Oh, da wurde ich aber derb umgesäbelt eben. Mein lieber Schieber. Gibt schon mal gleich die gelbe Karte für Wesley, für die Bremer. Ja, Leute, so geht das nicht. Wir spielen ja nicht hier in England. Wir spielen immer noch in Deutschland. So, da oben sehe ich schon, Bayern führt schon 1-0 gegen Wolfsburg. Ist schon sehr cool. Gut. Jo, unser Back, der führt den Freischuss aus. Bin mal gespannt. Ja, bringt ihn schön nach außen. Sehr schön. Sigurdsson. Oh, das war eine schöne Flanke. Und jetzt, gib ihm doch, gib ihm! Leute, so ist das. So ist das. Saubere Geschichte. Wieder die Ibisevic mit dem 1-0. So kann man das Spiel natürlich loslegen. Ich habe einen neuen Gameplay-Patch drauf. Von FM Corner habe ich den runtergeladen. Ist ein ganz neuer. Ich habe jetzt gar nicht im Kopf, wie der jetzt hieß. Aber es sah schon richtig gut aus. Ja, da haben sie geträumt. Die Innenverteidiger von Bremen. Da haben sie ganz klar geträumt. Wir spielen natürlich in der SAP-Arena. Ist ja ganz klar. Ja, das Stadion wird auch ausverkauft sein gegen Bremen. Also könnte ich mir nichts anderes vorstellen. Ist ja schon einer so der Top 5 Vereine, ne? Der ein Stadion auch voll macht. Gut, okay. Mal ein bisschen beschleunigen. So, das war jetzt eben die zweite Minute. Ich hoffe mal, dass der Gameplay-Patch hier nicht so harakiri ist wie die Grundeinstellung von FM11. Die sind ja richtig teilweise heftig. So, aber gut. Wir haben einen schönen Spielzug. Sieht gut aus. So, der Sigurdsson. Er ist auch sehr, sehr sicher am Ball, muss man ganz ehrlich sagen. Okay, weiter geht's mit Rudi. Rudi, schön in die Mitte. Ja, und zieh mal ab. Hobbitsch. Oh, wieder faul. Ja, Bremen kommt irgendwie gar nicht in die Pötte. Die haben wahrscheinlich viel zu viel Respekt oder was, oder den bekommt eben die lange Fahrt nicht ins Allgäu. Ja, ich leck mir am Arsch. 2-0, Salihovic. Ich werde verrückt, Leute. Das ist ja natürlich jetzt schon Weltklasse. Das ist schon richtig, richtig, richtig Weltklasse. So muss das aussehen. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, Bremen kommt irgendwie gar nicht zu Potte. Gehen mit viel zu wenig Einsatz ran und ja gut, bei dem Freischuss eben, da hatte er gar keine Chance. Es war eben wirklich schon perfekt gemacht, ne? So, bin auch mal gespannt. Ja, Bremen, wie sieht's denn aus im Spielaufbau? Kommen die? Ja, doch. Sieht ja schon ganz ordentlich aus bei Bremen. Gut, aber gut. Unsere Leute, ich habe meine Leute ein bisschen mal auf direkt eingestellt. Oh, war kein Abseits. Oh. Oh, das war aber knapp. Das war aber eigentlich schon faul, eigentlich, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Das war eigentlich schon faul. Wie der den umgesäbelt hat da. Unglaublich. So, Pizarro wieder. Nee, kommt nicht ran. Alles klar. Miliz. Unser Einkauf. Der macht das. Okay. Ja, zwei schnelle Tore in der ersten Halbzeit. Sehr stark. So, Sigurdsson. Der hat mir bisher wirklich sehr gut gefallen bisher, was der geliefert hat. Auch schon im letzten Spiel, der Pokal, Dembaba, gucken wir mal. Okay, alles klar. So, der Beck am Ball, unser Kapitän, der kriegt den Ball durch, alles klar. Nee, das war Abseits. Schade, schade. Der Ibisevic hatten schon wieder auf dem Spann gehabt. Das wäre auf jeden Fall ein Tor geworden. Gut, so. Noch mal gespannt, wie es weitergeht. Ja, zwei schnelle Tore, die tun natürlich den Gegner, in dem Fall Werder Bremen, auch schon ganz schön in Mitleidenschaft ziehen. Das ist für die natürlich alles andere als ja, ideal gelaufen bisher. Für uns umso mehr. 2-0, da, wieder faul. Oh, gehen ein bisschen zu aggressiv rein. Da kriegen sie die nächste gelbe Karte. Alles klar. Oh, Borowski. Alter Klappstuhl. Das hast du nicht gedacht, ja. Nee, ganz klar. Hat er den
aufpassen. Ja, dann umgeräumt da den Sigurdsson da oben. Reise schnell gesehen. So, Isaac Forsow führt den Freischuss aus. Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner sprach von einer ernsten. Unsere ganze Mannschaft hat sich eben komplett in der gegnerischen Hälfte befunden. Also, bin mal gespannt, wie es weitergeht. Aaron Hunt, okay. Sieht ja im Spielaufbau schon richtig, aber viele über Flanken. Es wird viel, sehr, sehr viel über Flanken. Okay. Marin, okay, der kann ein bisschen dribbeln, muss mal aufpassen. Sehr schön, Beck. Ah, Weltklasse, Weltklasse. Kein Wunder, dass der mit zur WM gefahren ist. Alles klar, Beck. Super, super. Marin, ja, der wollte ein bisschen lang setzen. Aber unser Miliz, ganz sicher. Ganz sicher. Bayern führt derweil schon mit 2-0. Gegen Wolfsburg, ein Tor von Müller, wie ihr oben rechts sehen könnt. Alles klar, Sigurdsson wieder auf der Außenlinie. Schön, wie der auch durchsteckt, ne? Der hat wirklich eine Spielübersicht schon, ne? In dem Alter, das ist schon geil. Sehr schöne Sache, alles klar, so weiter geht's. Ja, Bremen kommt jetzt langsam ein bisschen ins Spiel. Die können auch mal, sag ich mal, die eine oder andere Möglichkeit von uns auch verteidigen, in dem Sinne. Es ist hier auch schon ein bisschen, sind auch wesentlich jetzt irgendwie aktiver in der Raumverschiebung. Sieht schon richtig gut aus, was da jetzt zusammenläuft. Alles klar, so. Aaron Hunt, Tim Borowski. Wesley wieder. Hier ist schon gelb vorbestraft. So, Pizarro. Oh, der ist schneller. Wieder Isaac. Nee, Isaac hat noch geholt. Sehr schön. Okay, das war ein Handspiel, so wie es aussah. Da hat er sich ein bisschen, ja, hat er sich ein bisschen vertan. Halb so wild. Nicht so schlimm. Ja. Gut. Mertesacker. Okay, Aaron Hunt, okay, da im Mittelfeld, da verlieren sie den Ball, das ist natürlich für uns jetzt die Konterchance da. Ah, hat er nicht durchgekriegt nach vorne. Ah, da fehlt noch ein bisschen Präzision im Passspiel, aber das sollte natürlich machbar sein, in der nächsten Zeit da mal ein bisschen ja, Nachhilfestunden zu geben. Alles klar. Silvestre, Mertesacker wieder am Ball. So, Beck, der bringt ihn direkt nach vorne, gar nicht schlecht, der war nicht schlecht gedacht, also... Aber da fehlt so ein bisschen dieser Weg durch die Mitte, ne, bei Bremen. Also die gehen viel über die Außen, versuchen alles wirklich über Marin zu machen. So, jetzt für uns die Chance. Aber im Mittelfeld den Ball verloren, aber Wesley natürlich mit einer, ja, mit einem leuchten taktischen Foul ist natürlich halt problematisch. Da kriegen wir natürlich sofort wieder einen Freistoß und können nach vorne Pressing ausüben. Sehr schön. Und? Super. Aber da war, im Abschluss war das schon richtig, richtig stark, aber ja, der Wiese stand aber auch sicher. Der stand auch sicher. So, Marin wieder. Der kann natürlich auch mal ein bisschen durchdribbeln. Der kriegt den Ball nach vorne. Ja, wie ihr seht, ne, viele lange Pässe. Ja, Arnautovic, der rennt nicht durch. Ja, ist ein bisschen zu faul, ne. Wenn er den Ball nicht direkt auf den Fuß kriegt, dann hat er auch keinen Bock. So, Freund. Sehr schön, sehr schön. Wie sieht es bei uns aus? Bei uns sind es relativ direkte Pässe. Das habe ich auch so eingestellt, dass wir ein bisschen direkter Kurzpassspiel zelebrieren, würde ich bald sagen. Dembaba. Sigurdsson. War. Ja, da fehlt er den Ball. Da wurde ein bisschen zu viel, aber gut, hat auch keine Anspielstation gehabt in dem Fall. Zumindest nicht nach vorne, nach hinten ist wieder gegangen, aber es ist auch nicht so viel, ist auch nicht so förderlich für den Spielaufbau. Ne? Gut, Beck wieder. Auch sichere Vorstellungen. Auf rechten Verteidigerposition. Ibisevic auf Sigurdsson. Da kannst du mal abziehen, Keule. Ja, zieh! Ah, Wiese. Ganz sicher, ganz sicher. So, ich hoffe, ihr hört die Kommentare nicht so laut. Vielleicht findet ihr ja meine Kommentare so ein bisschen besser. Okay, jetzt ist für uns die Chance da. Mit dem Sigurdsson. Komper in dem Fall. Wie der sich da durchstängelt. Weltklasse, ganz stark. So, der kriegt ihn noch rein, aber... Ah. Er war dann da so schnell gestanden. Ich habe es nicht so schnell gesehen. Okay, das ist mal die Chance für uns. Aber Wiese ganz sicher. Aber... Was eben ganz, ganz stark war der Komper, ne? Wie er sich wirklich nach vorne durchgearbeitet hat und, so, Sigurdsson wieder. Wir machen viel über die linke Seite. Fast alles geht bei uns über die linke Seite. Sehr, sehr stark. So. Der Fritz. Hand. Arnautovic. Und wieder der Fritz. So. Gut, die ersten 45 Minuten, meine Lieben, sind sehr gut gelaufen für uns. 2-0, da ist der Frings. Er kann natürlich nicht zufrieden sein mit der Leistung seiner eigenen Mannschaft, aber es soll uns nicht stören. Ansprachetechnisch halte ich es relativ kurz. Forsow fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Er hat noch eine wichtige Chance vereitelt. Dembaba sah auch sehr gut aus. Wer mir sehr gut gefallen hat, war zum einen Ibisevic selber, sowie auch ja, wo ist er denn? Unser Sigurdsson, ja, hat auch eine 2 bekommen von der Bewertung her. Das ist immer richtig gut gelaufen. Den motiviere ich aber nochmal ein bisschen ranzusetzen. Sehr schön. Und das Team als solches motiviere ich auch.
Wir haben vorhin schon über das soll gut sein. Gut, okay. Leichter positiver Effekt. Ist halb so wild. Auswechseln lasse ich mal noch alles so, wie es ist. Da gehen wir gleich in Mitte der zweiten Halbzeit nochmal ran. Okay, liebe Leute. Zweite Halbzeit steht an. 45 Minuten. Wir führen 2:0. Bayern mittlerweile 4:0 gegen Wolfsburg. Also es wird eine richtige Klatsche da, was Wolfsburg sich einfängt. In der Allianz Arena in München. Aber schauen wir mal auf uns. Wie sieht's aus? Ja. Schön durch die Mitte. Alles klar. Dembaba. War Sigurdsson wieder, ne? Ihr seht, dass der einen Ballbesitz hat. Oh. Ja, man muss auch mal von hinten probieren, das ist ja gar kein Problem, ne? Also manchmal ergibt es sich einfach so, dass der Torwart ein bisschen träumt, ne? Hat der Wiese, vielleicht hat er sich gerade mal wieder die Haare gekämmt oder so. Wer weiß, wer weiß. So, der Beck. Ja, wieder faul. Ja, sind ein bisschen ungestüm, wieder Wesley. Wieder mit dem Foul. Der muss aufpassen, nicht, dass er noch die gelb-rote bekommt. Alles klar, es geht auch raus. Gut, wie gesagt, schon passiert. Wesley natürlich vorbestraft, jetzt ist er raus. Ein bisschen zu aggressiv reingegangen. Almeida kommt rein von Bremen. So, für uns die Chance. Das sah schon sehr gut aus. Das sah schon sehr gut aus. Gustavo, der kann doch mal abschließen. Schieß doch mal einfach, Freund. So. Ach, wieder abseits. Verdammte Axt, ne? Das gibt's da nicht. So. Ganz knapp. Ah, gut gesehen, der, an der Seitenlinie, der Assi. So, Salihovic. Ja gut, der traut sich nicht ganz alleine durchzugehen, aber hier, Dembaba. Sehr schön. Komper, der geht durch. Der dribbelt auch mal ein bisschen. Okay, Demba, schieß mal ab. So. Nochmal die Flanke rein und da ist es. 3:0, Freunde. Ja, besser kann es nicht laufen, würde ich sagen. Besser kann es nicht laufen. Jetzt ist der Sack auch zu. Jetzt können wir noch hingehen und können sagen, so, pass auf. Bauen wir noch ein bisschen Jugendspieler ein. Dass die noch ein bisschen Spielpraxis kriegen. Ich glaube, hier ist nicht mehr so viel verloren. Schön in der SAP-Arena, Saisonauftakt, erster Spieltag der Bundesliga-Saison 2010-2011 mit der TSG. 3:0 Führung nach 53 Minuten, das ist äußerst erfolgreich. Sehr schön. Gut, Marco Marin. Gut, in der 60. Minute, denke ich mal, versuche ich mal auszuwechseln. Schaue ich mal, ob ich noch jemanden reinkriege. Man muss ein bisschen vorher schon ein bisschen planen. Pizarro, ja. Da fehlt absolut die Übersicht. Sehr schön, okay. Hand, okay, hat viel Platz, viel zu viel Platz hat der. So, Silvestre, der Franzose. Wieder Silvestre, zusammen mit Rudi da oben. Die machen sich da oben ein bisschen ihr eigenes Spielchen. Okay, jetzt verlieren sie den Ball natürlich wieder. Das ist unsere Konterchance. Jetzt, nach vorne. Komm, bring den Ball nach vorne. Und dann geht's schnell. Ja, ein bisschen zu lange gedauert. Ne, da kommen sie nicht durch. Das war... Der Bar hätte gleich durchspielen sollen. Durch die Mitte. Einen schönen tödlichen Pass. Und dann wäre das sicherlich das sichere 4:0 geworden. Alles klar. Aaron Hunt. Arnautovic. Natürlich auch das Potenzial an der Seitenlinie auch mal ein bisschen für Unruhe zu stiften. Oder für Unruhe zu sorgen. So, Marin, jetzt hat er Platz. Ah, da hat er geträumt, da wollte er einen Trick machen. Habt ihr gesehen? Hat er sich selber vertänzelt. Das sollte man beim Stand von 3:0 natürlich nicht mehr probieren. Ich meine, da ist natürlich dann die Frage da, ob man nicht lieber auf Tor spielt oder ob man eben auf Kunst spielt. Ne? Das ist natürlich ganz klar. So, jetzt für uns wieder die Chance. Okay, da standen sie mal gut, die Bremer. So, Frings in der Innenverteidigung ist mir auch noch nicht so oft untergekommen. Wir kennen ihn eher mehr so als defensiven Mittelfeldspieler, aber... Wir gehen mal kurz in unsere Aufstellung rein. Ich hole noch den Panewitz rein für den Luis Gustavo. Ich hole Emanuel Gulde, der war da auch recht jung, genau. Der war 19 Jahre alt, Innenverteidiger. Der kommt für Simunic. Mir auch noch nicht so gut gefallen. Isaac Forza hat eine 4,5, ist aber der erfahrenste Innenverteidiger von uns. Ein absoluter Publikumsliebling. Dem Lappa hole ich mal rein für den Dembaba, weil der ist mir ein bisschen zu zögerlich. Unser Joker im Lappa. Ja, dann haben wir drei Auswechslungen und dann würde ich sagen, können wir das Spiel auch gut zu Ende bringen. So, ja, die kommen jetzt rein. Meine Lieben, der Gulde für den Simunic, wie eben schon angekündigt. Und natürlich der Mlappa für Dembaba. Und Kevin Panewitz für Luis Gustavo. Sehr schön. Okay. Dann wollen wir nochmal schauen, wie das hier läuft. Ob wir das noch die 3:0 noch richtig schön über die Bühne bringen. Okay, Bremen auf der linken Seite ziemlich viel Platz. Kommt der ran, der kommt sogar ran, nicht im Abseits. Jetzt, oh, das ist faul. Kurz vom 16-Meter-Raum, das Foul.
natürlich wirklich eine gute Position, auch für einen Claudio Pizarro. Und, oh, das ist 3:1, meine Lieben. Ja. Ja, der zirkelt den ja fast so rein wie Cristiano Ronaldo zu seinen Bestzeiten im Menü. Also ist ja unglaublich. Gut, 3:1, halb so wild. Wir haben auch die Jugendmannschaft mittlerweile schon draußen. Also zu einem Drittel würde ich fast sagen, eine sehr junge Mannschaft. Sehr junges Team. Gucken wir mal, ob wir in die Mitte kommen. Nein, wieder Ballverlust in der Mitte. Das war so ein bisschen zu risikoreich. So. So, 70. Minute, jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir dieses Ergebnis auch wirklich über die Zeit bringen. Rudi, sehr gut gemacht. So, der Back wieder. Spielt in die Mitte zu Forza. Sicher auf Nilic Sigurdsson. Der gefällt mir sehr gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Vielen Dank für die Information, für den. Nee, der Sigurdsson, glaube ich, der war schon in der TSG. Den habe ich schon in der Mannschaft gehabt. Also es sind wirklich, wirklich starker Spieler, jetzt gerade auch mal im 3D-Modus, wirklich ganz sichere und solide Aktionen geliefert. Fällt mir sehr gut. Gut. Bergfrede. Na jetzt. Leute, hau das Ding weg. Unglaublich, oder? Unglaublich. Ja, da sind sie ein bisschen zu sicher jetzt. Wenn die Jungs wären ein bisschen zu leichtsinnig. Die drei Punkte müssen wir uns auf jeden Fall mitnehmen. Gerade gegen einen SV Werder Bremen erhob man nicht jeden Tag drei Punkte. So, 78. Minute, meine Lieben. Ein Auto wird am Ball. Na los, ran da. Machen wir schön die Räume eng, damit die Anspielstationen natürlich ein bisschen geringer werden. Ja, wieder lange Pässe. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht. So, jetzt schön. Forza, ganz sicher. Kommt auch von seiner Negativbewertung, die er da bekommen hat, von der Software sozusagen mal runter, glaube ich. Also das war eben eine sehr, sehr gute Aktion. So, Fritz, Rudi, Back Rudi. So, bisschen in die Mitte rein, zu Gulde, genau. Mach keine Faxen, Gulde, mein Junge. So sieht das gut aus, so sieht das gut aus. Okay, ja, war schön gedacht, habt ihr gesehen, schön gedacht, aber der Rudi ist ein bisschen zu spät gestartet. Das hat dann nicht mehr gereicht, für eine schöne Kontermöglichkeit, beziehungsweise da ein paar Akzente zu setzen auf der rechten Außenbahn. So. Lapper. Schön weiter. Der Panowitz, den wir gerade geholt haben, vor ein paar Wochen, der integriert sich auch sehr gut in die Mannschaft. Muss man ganz ehrlich sagen. Almeida. So, Pizarro. Arnautovic. Marin ist mittlerweile auf der rechten Seite. Seht ihr das? Er ist mittlerweile auf die rechte Seite gerückt. Also der vollzieht dann einen fliegenden Wechsel. Liegt wahrscheinlich auch an der neuen Ausstellung des Trainers. Also da kommt der Schaf wahrscheinlich nicht so richtig in die Potte heute. Die fahren natürlich ohne Punkte nach Hause. Sehr schön, Miliz. Sehr sauber. Sehr gut. Schön. So, Pizarro. Ja, da. Sigurdsson. Marco Marin. Almeida am Ball. Spielt rüber auf Fritz. Schöner Flankenwechsel. Sieht sehr gut aus. Und noch einer. Das macht natürlich Räume. Macht natürlich meine Spieler von der TSG ein bisschen müde. So. Sehr schön, Mili. Ganz sicher. Schönen Raum eng zugemacht. Die kurze Ecke. Stand wirklich sehr gut. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. So, liebe Leute. Das war der erste Bundesligaspieltag hier in unserem FM11 Let's Play mit Van Bergen und der TSG 1899 Hoffenheim, meine Lieben. Das ist eine schöne Sache, ihr habt gesehen, wir sind relativ früh in Führung gegangen mit zwei Toren, so habe ich mir das auch vorgestellt, beziehungsweise so habe ich es mir erhofft, dass sie es auch so wirklich so umgesetzt haben, ist natürlich immer sehr, 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 sehr geil. 90 Minuten gut überbrückt, gut, Bremen hat noch ein Tor gemacht, das soll uns aber nicht weiter stören. So, wir gucken aber noch in die Spieltagsstatistik rein, wie es aussah. Wie die anderen Mannschaften gespielt haben, das ist für mich noch interessant. Bayern gewinnt 5:1 gegen Wolfsburg. Wir gewinnen 3:1 gegen Bremen. Gladbach verliert 0:3 gegen Nürnberg. Köln kriegt eine 0:4 Klatsche gegen Aufsteiger Lautern. Der SC Freiburg 1:0 gegen Pauli. Hannover 96 gewinnt 2:1 gegen Eintracht Frankfurt. Super Hannover, super. Klatscht die Frankfurter weg. Die Anfänger. So.
Wen haben wir denn noch? Hamburg spielt 1:1 gegen FC Schalke 04. Dortmund 0:0 gegen Leverkusen. Aha. Und Mainz verliert gegen Stuttgart. Zu Hause. Gut. Torjägerliste ist Ibisevic gleichgezogen mit Abdelau, Gomez und Müller. So, sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen. Hat wirklich Spaß gemacht. Wir gucken mal. Die Stimmen in die Stimme rein. Oh, Spieltagsstatistik. Wir haben sogar den Panewitz und den Sigurdsson. Kriegen wir in die Mannschaft des Tages herein. Muss ich auch wirklich sagen, Sigurdsson ganz klar. Panewitz auch im rechten Mittelfeld. Sehr, sehr solide Arbeit geleistet. Oder im Defensiven habe ich ihn ja eingewechselt dann für Luis Gustavo. Sehr solide, sehr, sehr, sehr geil. Und ich würde sagen, ich freue mich aufs nächste Mal, meine Lieben. Ich gebe noch die, kommt noch ein Video zwischen rein. Da gebe ich euch dann noch die Tipps aus. Dann könnt ihr ja mal tippen, wie wir beim nächsten Mal spielen und wie die anderen Mannschaften spielen werden. In diesem Sinne sage ich euch, alles Gute. Zitat des Tages ist, Fußballer von der Straße sind wichtiger als studierte Trainer. Sebastian O. aus Sinsheim, Hoffenheim. Fan des TSG 1899 Hoffenheim. Alles klar, meine Lieben, ich wünsche euch alles Gute und schaltet wieder ein, wenn wir Fußballmanager 11 zockeln und schön gemütlich beisammen den nächsten Sieg einfahren. Alles klar. Tabelle, wo sind wir? Platz 4. Super, bis denn. Ciao, euer von Bergen.